Ahoi, meine lieben Freunde und Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank Quest for Booty. Ja, wir befinden uns in Darkwaters Bucht, denn wir haben jetzt herausgefunden, wo der Drehstern befindet. Und zwar befindet er sich genau hier in dieser Insel. Aber allerdings müssen wir drei Rätsel lösen, und in der letzten Folge haben wir noch ein Rätsel geschafft zu lösen. Und zwar war das genau laut Karte hier. Und zwar mussten wir dem Piraten zuhören, was er singt, und wir mussten dann halt einen Drink mixen, und wir mussten das Ganze in der Reihenfolge machen. Zum Beispiel grün war hier Sturm, rot war dann Feuer, blau war natürlich Kälte, und gelb war, glaube ich, so Sprudel oder spritzelnd, oder ich meine prickelnd. Und der hat dann irgendwie gesungen, ein bisschen Kälte, ein bisschen Spritzel, ein bisschen Wind noch dazu und so weiter und so fort. Und deswegen mussten wir dreimal in der Reihenfolge das mal mixen. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut oder ist auch eher nicht so toll. Aber ist jetzt auch egal, wir haben das erste Rätsel gelöst. Und jetzt laut Karte befinden sich noch zwei Rätsel. Und ja, ich weiß, in der Mitte ist das, da sind wir angekommen. Und diese zwei Bereiche müssen wir noch hin. So, und es kann natürlich sein, dass es vielleicht diese Folge die letzte sein wird, aber ich bezweifle es, dass es diese Folge schon die letzte sein wird. Ich meine, die nächste Folge wird das Finale von Ratchet & Clank Quest for Booty sein. Okay, geradeaus oder links? Ich würde sagen, wir gehen erstmal links. Na, hier sind wieder diese Käfer. Komm, verzieht euch. Und springen. Okay, jetzt kommt diese Nummer. Komm, schnell. Nein, bloß nicht ertrinken, Ratchet. Bloß nicht ertrinken. So, das müsste jetzt hier reichen. Perfekt. Ah, hier ist schon Telvin. Angstroms Melody. Okay. Hier geht es anscheinend um Musik. So, bevor wir fragen, gucke ich erstmal, gibt es hier irgendwas Interessantes außer nur Kisten? Anscheinend nicht. Ich habe nicht geschlafen. Moment. Bist du nicht zu klein und pelzig, um Angst vor Darkwater zu sein? Beweise es. Spiel seine Untergangssinfonie. Das ist der erste Teil. Dieses Meteorfeld scheint genug Saft zu haben, um dich über die Tasten zu befördern. Okay, das ist jetzt wiederum ganz einfach. Einmal hier. Das war nur der erste Teil. Hier ist der nächste. Okay, und das ist auch kein Problem. Erstmal hier die zwei. Dann dort hinten. Glänzend. Eine schöne Melodie. Ich hätte ja getanzt, aber meine Beine sind weg. Jetzt bleibt nur noch ein Teil zum Nachspielen. Hier ist er. Okay. Darkwater überhaupt? Ach, war das falsch? Ich habe schon viele miese Betrüger gesehen, aber du bist der mieseste. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wohl Sand in den Ohren, wie? Na gut.
Okay, ich habe den Fehler erkannt. So, die ersten, letzten waren richtig. Und jetzt kommt der hier. Du bist es, Captain. Niemand haut dir die Tasten wie du. Hier sind die fehlenden Stufen. Komm rein. Viel Spaß noch. Nummer 2. Noch eins und wir sind drin. Sehr schön. Rätsel Nummer 2 haben wir auch schon erledigt. Und das fehlt nur noch ein Rätsel. Angst um Schatten. Alles klar, ich kann mir schon vorstellen, was ich hier machen muss. Bring den Schatten ans Licht vom vergangenen Gesicht. Also diese Aufgabe ist wirklich ganz einfach. Und zwar müssen wir so ein Schattenskelett machen. Hier sind schon welche platziert. So, wir müssen das natürlich jetzt in der richtigen, jetzt nicht Reihenfolge, eher den richtigen Abstand passen. So, das. So muss es sein. Wie kriegen wir jetzt den hier? Ah, okay. So, so ist es auch perfekt, oder? Bring den Schatten ans Licht. Ah, okay. Das Auge muss leuchten. Falsch. Perfekt. Na super. Okay, dann kämpfen wir mal.
Da ist er. Der Drehstern. Immer schön aufpassen, Kleiner. Ein Kreuz steht nicht immer für Schatztruhen. Schönen guten Morgen, junger Longbax. Ich hoffe, du wirst von Pythoren und ihren Mäulern verschont bleiben. Und keine Angst. Wir werden uns schon um deine Braut kümmern. Na super, da sind wir doch echt mal blöd gewesen. Haben nicht mal nachgedacht, dass es hier eine Falle war. Aber vorhin war, fand ich das auch jetzt gerade witzig. Ratchet hat irgend so ein schmutziges Wort gesagt und er hat dann, oder das Spiel hat das dann zensiert. Finde ich auch echt klasse. Klasse Humor. Aber das war doch sowas von klar. Was seid ihr denn für Dinger? Und natürlich gibt es wieder so eine riesengroße Kreatur. Und Wandsprung. Zack, 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 zack und zack. Perfekt. Warte, wir warten vorsichtshalber. Und die nächsten Gegner warten schon auf uns. Okay, ich glaube... Oh, halt! Ich sehe schon, dort befinden sich diese Fledermäuse-Kreaturen. Ich muss noch so ein Glühwürmchen mitnehmen. Aber ich muss dort hier rüber springen. Moment mal, kann ich das von dieser Entfernung das hier werfen? Tatsächlich. Wunderbar. Wo kommt ihr denn her? Okay, das waren anscheinend die letzten. Aber Moment, dann gibt es hier vielleicht eine Karte? Ja, tatsächlich, aber ich sehe schon, der Weg könnte noch ein bisschen dauern, bis wir am Ziel sind. So, hier verzieh dich einfach.
Super, der Schmelzgranatenhandschuh ist auch in Vision 5. Perfekt. So, aber Moment mal, wo müssen wir jetzt hier lang? Hä, warum können wir zurück? Ah, wegen den Glühwürmchen. Aber nee, ich habe ja schon ein Glühwürmchen. Deswegen muss ich jetzt nicht den Weg nochmal zurücklaufen. So, und auch hier wieder ganz vorsichtig, denn letztes Mal sind wir ja abgerutscht und es war gerade nicht so prickelnd. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Links? Ja, sieht so aus. Obwohl, nee, das ist nur eine Sackgasse. Ja, das ist nur eine Sackgasse. Hier sind nur Kisten. Okay. Nein, ich wollte die Kiste kaputt machen. Aber hier ist wirklich gar nichts. Ah, hier sind noch ein paar Kisten. Es ist so dunkel, man sieht die Kisten fast gar nichts. So, jetzt vorsichtig aber. Ah, ich verstehe. Nein! Ich Idiot! Okay. Ich bin von hier. Oh, warum musste ich hier runterfallen? So, jetzt verzieht euch mal! Okay, und jetzt nochmal, vorsichtig. Aber es ist so dunkel, man sieht hier fast gar nichts. Oh, vorsichtig, bloß nicht runterfallen oder auch nicht abrutschen. Ach, geschafft. So, jetzt hier aber. Halt, ich brauche, glaube ich, Licht. So. Ey, dieser Vollidiot. Gott sei Dank, er ist jetzt weg. Und nein! Nicht schon wieder, du Vollidiot! Das gibt's doch nicht! Alter! Ich hatte das doch geschafft, aber nee, ich muss wieder runterfallen, weil keine Ahnung warum. Oh, ich sag's euch, das ist gerade hier nicht einfach, wenn es so richtig dunkel ist und wenn das auch so richtig glatt hier ist. Hier gibt's wirklich ganz schmale Bretter. So, hier ist zwar kein Problem.
so ab. Hier ist es wirklich kein Problem. Aber hier, weil erstens kommt jetzt dieser Volldepp. So, jetzt stirbst du aber. So, ich habe dich einmal gekillt. Du wirst noch zum zweiten Mal gekillt werden. So. Jetzt aber. Und spring, Ratchet. Genau. Ja, siehst du, das war doch nicht so schwer. Okay, wir können jetzt hier nicht durch. Ja, von wegen, wir können hier durch. Aber wir sind nur hier ein paar Kisten. Ah, okay, aber was hat es mich jetzt gebracht? Hier ist doch nichts oben. Ne, hier ist nichts. Okay. Na ja, wir müssen jetzt sowieso hier lang. Oh Gott, ihr seid es. Ihr Deppen. So, sind wir fast da? Ja, laut Karte müsste hier das letzte Gebiet sein. Aber das sieht hier so richtig verdächtig aus für einen Bossgegner. Es ist viel zu lästig, um weiter die Luft des Kapitäns zu atmen, Matrose. Irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich hier aufspieße? Ja, du solltest dich mal waschen. Ich schätze, du bist nicht best. Bestechlich, töte mich nicht, ich stehe unter Naturschutz. Bestechlich? Dich vermöbeln zu können, ist mir doch 10-mal mehr wert als alle Schätze der Galaxie. Tanzen wir! Ah, das war doch irgendwie so klar. So, aber den kennen wir ja auch so aus dem letzten Teil. Und natürlich kommt noch Verstärkung. Wie fies ist das denn? Jawohl! Wir haben es geschafft. So, ja, okay. Okay, hier ist wieder Speicherpunkt. Sehr schön. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, laut Karte. Ah, wieder zum Schmuggler. Okay. So, ich denke mal, hier ist Darkwater, beziehungsweise Schrägstrich Captain Slack. Okay, Leute, aber das war wieder auch mit dieser Folge und wir haben jetzt doch erfahren, das war doch nicht die letzte Folge. Nein, ich glaube, die letzte Folge wird tatsächlich die nächste Folge sein, weil, ohne Witz, ich könnte schwören, es kommt tatsächlich kein neues Gebiet. Und zwar, wenn wir jetzt wieder mit dem Schmuggler reden, kehren wir dann zum einen Schiff und dort befindet sich auch dann das Finale von Quest for Booty. Also Leute, macht euch darauf gefasst, in der nächsten Folge das Finale zu erleben. Ich hoffe wenigstens, diese Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich ruhig gerne wissen. Und ansonsten würde ich jetzt nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns Ganze in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank Quest for Booty. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.